Diese Frage des Arbeitskräfteaustausches hätte ich mir auch vorbereitet gehabt, weil mir scheint, das ist ein Punkt, wo beide Parteien doch sehr einig sind, nämlich, dass etwas getan werden muss, dass nicht billige Arbeitskräfte vorwiegend aus osteuropäischen Staaten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt bekommen. Das heißt, Niesl ist da vorgeprescht, da würden sie sich vermutlich schnell finden, oder? Die beiden Parteien. Ich glaube, dass wir da viele Gemeinsamkeiten haben, vor allen Dingen auch die Ein-Personengesellschaften, die aus Osteuropa dann zu uns kommen und hier tätig werden und dann zu Hause versteuern und natürlich hier entsprechende Markt- und Wettbewerbsvorteile auch vorfinden. Das sind alles Themen, die ja dazu führen, dass wir heute einen Verdrängungsprozess auch in Österreich erleben, dass wir auch unter anderem deshalb so eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Und da passiert schon eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wo man überlegen muss, wie kann man das halbwegs eindämmen. Und da gibt es natürlich viele Ansätze der Arbeiterkammer, wo ich sage, die sind vernünftig, ja. Da könnten Sie wahrscheinlich schneller mit der FPÖ Regelungen machen als mit der ÖVP, mit Ihrem derzeitigen Koalitionspartner. Ja, wir müssen uns vor allem da aktiv in Europa einbringen, das ist ganz klar. Aber das Problem stammt zuletzt aus dem Jahr 2007 bei der letzten Erweiterungsrunde. Sie entschuldigen, Herr Strache, aber das ist unter einer schwarz-blauen Regierung beschlossen worden. Heute sehen wir die Langfristauswirkungen dieser Politik. Aber da müssen Sie entschuldigen, Herr Kern. Wer, wenn nicht ich, ja, habe damals in der Partei dazu beigetragen, dass diese Verantwortlichen auch zur Verantwortung gezogen worden sind und, wie Sie wissen, dann die Partei ja verlassen haben, weil genau diese politischen Prozesse nicht nur von mir, sondern von den freiheitlichen Mitgliedern vehement verurteilt worden sind und es dann eben auch 2005 zu dieser Erneuerung gekommen ist, die man nicht wegwischen kann. Und vielleicht... Ja, mir schien es nur so kleine Bewegung, ja, dass Sie ja. Auch selbst nein, aber ich sage, das steht ja immer noch bevor. Haben Sie haben ja gerade tun, jetzt in der eigenen Partei eine Partei Spaltung in Wien, ja. Und die Parteispaltung in Wien, die ist durchaus, ich sage, ernst zu nehmen. Da könnte eine Kernschmelze oder Kernspaltung passieren. Und ich sage, das muss man natürlich im Auge haben. Wenn man heute von Spaltung spricht, da haben Sie in der Partei noch einiges zu lösen. Ich kann Ihnen gern weiterhelfen. Diese Namensspiele kenne ich seit meiner Volksschule. Da saß ein Mädel namens Kraft neben mir. Wir sind auf der Schaufel gestanden wegen den kleinen Kernkraftwerken. Also ich bin da schmerzbefreit. Halten Sie sich nicht zurück. Wer mich bemüht.